Den siehst du oh, nicht. Oh, Digga! Oh, oh mein Gott, hab ich mich erschrocken, Alter. Wow! Bro! LOL! Was? Tobi! Was? Community Event. Ja, und wir haben letztes Mal Hide and Seek gespielt. So, wir haben letztes Mal Hide and Seek gespielt auf eine ganz prekäre Art und Weise. Und zwar, lieber Tobias, wo haben wir Hide and Seek gespielt? Komm, sag's mir, sag's mir! Oh, wir haben da, also letztens im Flughafen. Genau. Richtig. Flughafen! Und heute, meine Freunde, spielen wir Hide and Seek. Und jetzt haltet euch alle fest. Buckle up, schnallt euch an und macht euch bereit für das Unglaubliche, das Unfassbare, was wir heute für Hide and Seek vorbereitet haben, meine Freunde. Es ist Hide and Seek im Unglaublichen, im Wunderschönen, im Faszinierenden, wo ihr schon immer euch verstecken wolltet, denn... Ikea. Wir spielen heute Hide and Seek im Ikea. Wir haben hier vorne den Parkplatz. Wir haben hier ein Schild. Wir haben hier eine... Wo ist die Barriere, Tobi? Ah, die Barriere ist hier bei der Mauer. Okay, alles klar. Also ihr seht ungefähr, wie groß das Areal wieder ist. Tobi, das ist wieder riesig. Wir haben hier das Warenlager, wo man am Ende Bro, die ganzen Holz... Bro, du fang doch an wie ein normaler Mensch. Wie gehst du in Ikea? Du gehst ja nicht erst ins Lager rein. Also zuerst gehe ich hier unten hin und gehe ins Spieleland. So, ich gehe zuerst hier ins Spieleland. Also, das ist das Spieleland, ja? Ja. Warum ist hier kein Licht an? Corona, wir können dieses Spieleland nicht benutzen. Alles klar, wir gehen die Treppe nach oben. Hier sind die Einkaufswägen. Dann haben wir hier die ersten Ecken mit wunderschönen Bildern von Trimax eingerichtet. Dann haben wir hier überall verschiedene Möbel, meine Freunde, und auch verschiedene Spots, um sich zu verstecken, ja? Das wird richtig krass. Seht ihr, der Ikea ist tamgroß, ja? Mit tamgroß meine ich tamgroß. Aha! Dann haben wir natürlich noch später hier vorne das Warenlager. Ich zeig's jetzt einfach so, wie ich will, Tobi, ist es mir egal. Dann haben wir natürlich noch irgendwo dieses ganze Fressding. Auch sehr, sehr geil tatsächlich. Dann hat es hier nochmal irgendwelche Labyrinthe, die ja unnötigerweise jeder weiß, in Ikea sind Labyrinthe. Labyrinthe! Dann haben wir hier vorne noch einen wunderschönen Wald, ein Parkhaus, hier nochmal ein Parkplatz und dann war es das schon an der Stelle. Also ich glaube, es ist genug Platz für 50 Leute, sich im Ikea zu verstecken. Und hier ist mal wieder ganz großes Dankeschön an den guten Yorkshire. Keine Ahnung, wie du heißt, du rebranden, ganz schnell. Schreibt dem unbedingt auf Instagram, wenn ihr ins Community-Event wollt. Ganz wichtig, ihr müsst ja schreiben. Den nervt das kein bisschen. Sag das ihm doch nicht. Stell dir mal vor, ihr geht hier rein. Wer soll euch denn da finden? Da findet euch ja niemand. Wir machen auf jeden Fall diesen Spektraleffekt gleich aus, keine Sorge. Und gehen natürlich auch hin und werden euch heute die Name-Tags mal removen an der Stelle. Das kann man nämlich auch einstellen, Tobi. Wir können aber im F1-Modus suchen. Du dummer Wichser. Eigentlich können wir heute auf 100 gehen, Tobi. Jetzt mal real talk. Bro, nein, vergiss es. Dann sitzen wir eine Stunde. Nein, sitzen wir nicht. Musst du nicht. Natürlich. Bruder, wir waren letztens bei 50 Leuten schon. 21. Ja, stimmt. Okay, wir machen erstmal 50 Leute und dann machen wir die nächsten Sucherteams. Und die kriegen dann so eine Pickaxe. Und wenn man einen tötet, wird der automatisch gebannt, wenn man den damit hinhaut, okay? Das ist eine gute Idee. Leo, schreib das auf. Ja, okay, hier sind schon wieder Leute mit so einem Tryhard-Skin am Start, Alter. Aber stellt euch vor, ihr geht hier vorne in den Baum. Wieso hat der Baum eine Leiter? Was ist das für eine Scheiße, Alter? Dieser dumme Arsch. Dem muss man auf Insta schreiben. Der sieht aber so aus wie der von Basti GHG, so ein bisschen. Der ist aber komplett selbst gebaut, ne? Nicht echt jetzt? Digga, der ist, seit der 14 ist baut er in dieser Map. Sicher, dass das nicht aus dem Internet ist? 100% self-made. Okay, schreibt ihm auf Instagram. Wenn ihr auch bauen geil, wollt. Geil, hier ist eine Abteilung. Oder das sind Kakteen, okay, never mind. Ja. Und zum nächsten Stream-Event werden wir hoffentlich eine neue und ganz tolle Möglichkeit des Whitelistens haben, indem ihr einfach nur euren Twitch-Account mit Minecraft verknüpft. Geil! Und wir euch dann hier im Stream-Event einfach foltern. Ich meine Experimente, ich meine foltern. Okay. 50 Spieler werden im Ikea jetzt gesucht in 3, 2, 1 und ich würde sagen... Null! Lauf! Ju! Nicht hingucken! Ich gehe hier oben hin. Wir schauen uns hier den Parkplatz so lange an. Hab extra abonniert, aber wurde nicht ausgewählt. Es ist random. Beim nächsten Mal wird's ausgelost bei Subs. Die haben eine höhere Chance. Entspannt euch. 3, 2, 1 und los. Es geht los. Ich habe den ersten schon gefunden. Bro, das ist ein Versteck. Slash, Bun, Medics. Ich hab schon. Einer läuft hier einfach rum. Der ist einfach. Hier wird auch jemand drin sein, weil es obvious ist, dass da einer reingeht. Na, natürlich nicht. Wir sind LKW. Ich gehe mal ganz kurz hier draußen nochmal ein bisschen was absuchen. Ich gehe gleich auch mal in den Ikea rein. Warte, ich komme zu dir in den Ikea. Warte, ich will auch im Ikea suchen. Warte, sei mal leise. Ich höre dich doch. We're going in, motherfucker. We're going in. Warte, warst du schon im Spielland? Nö. Das Gruselland. Wir gehen auf ins Spielland. Bro, hier ist ja safe einer drinne. Digga, das ist ein Bällebad. Wer versteckt sich hier im Bällebad? Ja, Digga, hier ist doch jemand. Hier ist jemand. Echt jetzt? Wer ist da? Hallo. Du stirbst, du Arsch. Raus mit dem Bunny weg. Er sagt nein. Was hat er zu sagen? Doch. Nee, gar nichts hat er zu sagen. Er wird gebannt. Er ist gefunden worden. Er hat im Bällepool gepisst. Er kommt raus. Ich glaube, das Bällebad ist soweit clear. Bist du sicher? Nein, ich bin mir nicht sicher. Aber Tobi, wenn wir später Game 3 haben, finden wir die Person hier sowieso.
Wen haben wir denn da? Hi. Slash Bun. Auf Wiedersehen, Mr. Henry. Lass uns mal in den Ikea rein und mal gucken, ob sich irgendwo einer im Bett versteckt, nicht wahr? Ja, einfach mal ein bisschen hier gucken, Meister. So, hier ist schon mal niemand. Oh, da vorne sehe ich einen Namen. Oh, ein Pro-Gamer. Ich habe hier einen. Wo? Barbie Pilz. Oh, wen haben wir denn hier? Mach's gut, du Loser. Ha, wir sind die Suchchefs. Wen haben wir denn hier? Hm? Wer ist hier im Kühlschrank? Hallo. Oh! Mein Gott, hätte ich fast nicht gesehen. Was? Weirdes Versteck, Alter. LOL, was? Alter. Not schlecht. Warte. Wen haben wir denn hier, Tobi? Guck mal. Warte, ich muss nur kurz. Da ist der Don Balbano, du kleines Arschloch. Hä? Bist du ein kleines Arschloch, Don Balbano, ja? Soll ich mir Lava-Eimer nehmen und ich verbrenne Don Balbano, hä? Hast du es nicht anders verdient, ja? Baby, hey, hallo. Ist Slash. Ist okay. Ban. Don. Ban. Banbano. Don Banbano. So, dann gucken wir mal hier unten. Hm? Wen haben wir denn hier? Hier ist noch ein Labyrinth. Labyrinth. Oh nein, was ist das denn hier? Geheime Ikea-Etage? Da hat doch Lucy Cat... Egal, reden wir nicht drüber. Alter, nein. Ich habe hier jemanden gehört, Tobi. Soll ich kommen? Okay, wo bist du da runter? Ah, hier. Oh, oh, willkommen im Secret. Ah, ich habe ihn gefunden. Ich höre dich. Wer ist der? Junge, dummer... Hochbetten. Oh, oh, Hochbetten sind immer gesund. Was? Ja. Okay, hier ist auch niemand. Sag mal, wer steht denn da hinten die ganze Zeit? Kellerkind, weiß ich nicht. Bist du geistig behindert? Verstehst du, wie Verstecken funktioniert? Oh, guck mal, du hast was verpasst, Junge. Lol, was? Wie im Kleiderschrank. Jeder Kleiderschrank muss geöffnet werden. Keutix, so nicht, Junge. Oh, Tobi, wir machen guten Progress ist hier. Ist gut, ist gut, ist gut. Aber jetzt kommt gleich der harte Part, glaube ich. Okay, hier wird es natürlich jetzt ein bisschen kritisch, Digga. Weil hab auch jeder. Hab einen. Oh, ich habe noch einen. GS-Shot. Okay, ich flieg meine Reihe durch, du fliegst eine. Guck aber von beiden Seiten. Weil von jeder Seite kann jemand da sein, weißt du? Ja. Die können auch auf den Regalen sein. Könnte doch einmal ein Regal sein. Da kann auch ein Regal sein. Regal! Okay, ich glaube, hier ist niemand, oder? Ja, glaube ich. Boah, jetzt ist gut auf Hext. Okay, Tobi, ich gehe ins Parkhaus. Let's go. Ikea ist soweit durch. Parkhaus, Cops! What the fuck? Ich habe drei Leute auf einmal. Was zum Idioten? Ah, das sind die Sargmänner, Digga. Guck mal, die haben das Meme gemacht. Coffin-Meme! Ja, Coffin-Meme. Grüß du ganz nicht da niemand. Niemand! Noch wie viele Leute haben wir noch da? Also wir haben schon echt viele gefunden. Ja, aber wir haben auch noch einige da, Diggi. So, hier, also ich glaube, das Parkhaus ist auch so weit. So ein Ding, also. Geruno. Guck mir mal hier die Bäume an. Ist da vielleicht niemand drin im Baum, hä? Huh? Nee. Da habe ich jemanden gefunden in einem Baum. Tut mir wirklich leid, der Lux. Nicht, dass die Leute denken, die können jetzt hier in den Ikea wieder flüchten, Mensch. Oh, wen haben wir denn da? Oh, jetzt sind hier die LKWs, Leute. Das wird auf jeden Fall eine ganz heiße Spur werden. Digga, den siehst du nicht. Oh, Digga! Arthur, bist der beste. Akkukraft, stell dich nochmal in die Ecke. Stell dich nochmal in die Ecke, Akkukraft. Du brauchst nicht weglaufen. Akkukraft, komm zurück. Guck mal, wie der stand. Lol. Ich glaube, ich habe da sogar davor reingeguckt. Moment. Komm mal zu mir. Was haben wir hier, ja? Wollen wir etwa da mal reingucken? Oh, hier ist jemand. Tschüss, du Loser. Du hast es verloren, das Spiel des Ikea-Suchens. Bro, okay, das ist wieder anders tricky hier. Ja, das ist alles oh, gut. Es tut mir so leid. Es tut mir wirklich leid. Sorry, ich habe dich aber leider gefunden. Du bist raus. In dem LKW ist niemand, oder? Oder vielleicht doch? Moment. Hier im Water. Oh, das ist auch ein Zelt. In der Water. In der Water. Da habe ich noch jemanden gefunden. So, und jetzt, glaube ich, jetzt langsam nähern wir uns dem Bereich, wo es echt eklig wird. Ich weiß nicht, ohne seinen Namen. Rubiox, Bro. Erstaunen habe ich damit auch gefunden. Und warte mal. Rubiox, das war nicht stark. Stark gespielt, Bro, aber leider. Guck mal, die Datenbanken. Weiße Haare, Alter. Das in einem grünen Baum. Hier hat sich noch jemand mit dem falschen Laub gemacht. Jojo, Alter, es passt nicht ganz, das Laub. Es tut mir leid. Warte mal. Tobi, so geht ihr mit dem Labyrinth. Wir haben ja was ganz Wichtiges vergessen hier oben. Es war dieses riesige Logo von dem Kerl. Oh, oh mein Gott, hab ich mich erschrocken, Alter. Junge, hier hat jemand einen f***ing Wolfskin im f***ing Bällebad. Bro, anders wild. Ich hatte Romeox eben auch so gefunden. Der war mit einem Wolfskin in einem weißen LKW. Mit weißer Wolle. Okay, wir haben jetzt noch List 18 Spieler. Ich würde sagen, bei 10 oder bei 15 fangen wir an, wieder ein bisschen auf, du weißt schon, zu gehen, ne? Nein, du kleines Arsch. Oh mein Gott, Chat, sag was richtig krasses. Guck mal hinter Bildern. Warst du schon mal Ikea? Hab da Hausverbot. Was hast du da gemacht? Hast du die Dekoabteilung gegessen? Penis der Frau gezeigt, die da arbeitet im Kinderland. Hä? Ich sehe die Bildabteilung nicht mehr. Wo war die? Nee. Ich weiß nicht. Ich hoffe, ich habe Bilder gesagt. Wow! Lol, was?
Bro! Bruder! Schnell, wir müssen Thumbnail machen. Geh hoch! Stell dich hin. Alter, perfekt. Ja, Mr. Mobile, danke für das Thumbnail und jetzt kannst du ihn bannen. So. Ich guck gerade, ob die Leute sind, dann mach ich das Geräusch. Keiner ist bei mir vorbeigegangen, bei mir 21 Mal. LOL! Was? Tobi! Noch ein geiles Thumbnail. Oh mein Gott. Bruder Jakob. So, wir sind bei 15 angelangt, ne? Das heißt, Tobi, wir gehen in Game Mode 3. Bei 5 gehen wir nämlich hin und machen den gottverdammten... Du weißt schon. Oh, im Labyrinth habe ich Leute. Da habe ich ein paar Leute. Ich habe das Gefühl, dass hier in diesem Lager noch irgendwo einer sein muss. Das kann es eigentlich nicht gewesen sein. Hier wird irgendwo noch einer hängen, ich sag's dir. Tatsache. Digga, wir müssen ja diese Ecken das checken. Das war dumm, dass du hier ein Sneak bist, Kasse. Da kann ich dir nicht helfen. Okay. Wow! Wow, 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 nicht schlecht. Okay. Ich hab ihn. Hier war wirklich einer, Digga. Wo denn? Ich dachte gerade, hier wäre einer und oh mein Gott, Digga. Nicht schlecht, Digga. Nicht schlecht. Peter. Lol, Mr. Jelly Toast, ich hab deinen Arsch gesehen. Mr. Jelly Toast, es tut mir leid, ich habe deinen Arsch gesehen. Ich bin für euch tot. Bei Sintrax, sag bitte, ob du außerhalb gelaufen bist. Sag einfach ehrlich. Bei Sintrax, komm, sag's mir, ob du außerhalb warst oder nicht. Ja, bin ich. Moment mal, der ist in dem Industriegebiet hier mittlerweile. What the f***, man? Slash Bun bei Syntrax. Damit können wir den Glow-Effekt anmachen. Haha, Mindgames, Tobi. Oh. Was denn? Im Lager sind zwei Leute. Die kleinen Schweinehunde. Oh, was? Was denn? Ich wusste nicht, dass es hier ein Versteck gibt. Oh, mega lol, Alter, weg mit dem. Tyrannik, Alter. Bro. Not bad. Ich habe noch einen gefunden. Und zwar Azolion in einem Baum, mit einem Baumskin. Natürlich. Ich bin an ihm vorbei. Das war da, wo ich gesagt habe, ey, da war ich doch drin. Azolion hat damit an der Stelle gewonnen, meine Freunde. Not bad at all. Ey, warte mal. Was denn? Console kickt Kokowai. Das war der letzte, glaube ich. Kokowai müssen nur noch wieder drauf. Kokowai. Der wurde gekickt gerade, kurz bevor du ihn gebannt hast. Weil er AFK ist. Da ist er wieder. Okay, wir müssen noch Kokowai finden. Kokowai hat also gewonnen, den finden wir noch, warte. Tut. UAV inbound. Nein! Bro, guck mal, ich dachte... Alter. Ich dachte, wenn man von hinten reinguckt, sieht man da den Bereich auch. Yo, Junge. Vor allem, weil ich eben in so einen LKW reingeschaut habe. Ja, Kokowai hat an der Stelle gewonnen. Thermalkamera hat geregelt, Leute. Leute, okay. Das war's von diesem geilen Video. Wenn ihr mehr davon sehen wollt, lasst einen Daumen nach oben da. Und dann bin ich an der Stelle raus. Vielen Dank fürs Mitmachen, liebe Minecraft-Freunde. Und es war sehr geil. Juhu!